Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas von PlayerGaddon. Wie man sieht, mein BPL-Team. Ja, ich hab's jetzt mal mit denen wieder versucht. Auch in der zweiten Liga, es tut mir wirklich leid, aber ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, das erste Spiel endlich zu spielen. Ich hab mir gestern so gedacht, da muss ich ja noch einen Tag warten und wo sind die ganzen Spieler hin? Hä? What the fuck? Hä? Warte mal. Hä? Was ist denn hier los? Oh, muss ich mal gucken. Verkauft habe ich die ja nicht. Ich habe ja nur hier oben Meyang. Wieso sind die auf einmal weg? Das ist ja komisch. Im Übrigen habe ich mir ja schon Lahm geholt. War das noch in der Folge? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ja, war in der Folge. Ach, komisch. Ich weiß auch nicht, wieso jetzt auf einmal alle verschwunden sind, aber... Boah. Vielleicht, weil ich mit einem englischen Team gespielt habe, aber wieso sollten die dann verschwinden? Verstehe ich nicht. Habe ich hier noch einen irgendwie... Ja. Shaqiri. Okay, mein Team wäre wieder komplett. Wieso auch immer. Ja. Ich weiß es nicht. Das ist FIFA-Logik. FIFA ist sowieso ein bisschen verbuggt, wie man auch sieht. Ich habe 3 Punkte aus 2 Spielen, also das erste Spiel, was ich gespielt hatte, war ein Sieg mit dem Barclay-Team. Ich wollte eigentlich ein Turnier spielen, bin aus Versehen dann auf Liga gegangen, weil das schon so eine Gewohnheit war. Und dann bin ich ein bisschen übermütig geworden, habe ein Spiel gespielt und direkt auch auf die Schnauze bekommen. Ja, eigentlich nur 2-1 habe ich auf die Schnauze bekommen, aber mein Gegner war mir klar überlegen. Ich hatte nur eine Chance, aber die Chance habe ich auch reingemacht. So, sonst ist die Fitness hier überall relativ hoch. Linkes Mittelfeld. Rechtsverteidiger Piszczek muss raus für Jao irgendwas. Ist er nicht drin? Ach, ja, ich habe Trash wieder reingepackt. Aus der Mannschaft entfernen, würde ich mal sagen. Hier ist er, ja. So, Boateng kriegt auch rasch einen Vertrag. Damit wir auch gleich anfangen können. Ich will euch Lahm in der Aufnahme zeigen, denn Lahm gefällt mir wirklich super. Er ist nicht der schnellste, aber seine Pässe sind einfach nur so genial. Ja, 87. Ich finde, im nächsten Spiel werdet ihr ihn erleben. Auf jeden Fall, der ist einfach nur zu genial. Seine Pässe sind, boah, und seine Ecken, die sind so göttlich. Also, das ist so ein Spielemacher. Und deswegen eignet er sich wohl eher als zentral defensiver Mittelfeld als ein zentraler Mittelfeldspieler, aber ich habe ihn jetzt zum zentralen Mittelfeldspieler gemacht, da ich nicht defensiv ausgelegt bin. Also ich bin schon relativ offensiv ausgelegt. Liga 1, kommender Gegner NKR, okay. Den Stürmer kenne ich nicht. Ein Rechtsverteidiger auf dem rechten Mittelfeld, okay. Ist ja fast so ein Hybrid-Team. Ja, in der zweiten Liga findet man schon geile Teams, würde ich sagen. Ich hoffe, ich verscheiße jetzt nicht allzu sehr, da ich ja schon länger nicht mehr mit meinem Bundesliga-Team gespielt habe. Ich habe das BPL-Team, also das Barclay-Team, immer letzte Zeit öfters benutzt, damit sich so ganz umsonst in der Ecke sozusagen rumliegt. Ich habe mir auch Jesus Navas geholt und wen ich mir auch noch holen will, der momentan 30.000 kostet, ist Sanchez. Also der ist schon relativ nice. 88 Pace oder so, 84er Rating, also pff, läuft auf jeden Fall, würde ich sagen. Boah, das war so ein Scheißpass, der angekommen ist, aber leider wurde nichts daraus gemacht. Wer war das denn, Lewandowski? Echt jetzt? Ja, was ist das denn für ein Gegner? Also im ersten Moment frage ich mich, wieso ist der Typ in der zweiten Liga? Irgendwie, ich glaube, FIFA momentan ist es total am Zusammenbrechen. Okay, ich kriege jetzt ein paar Skype-Nachrichten. Kann gerade wirklich nicht nachgucken. Ich glaube, das ist Dennis von Media TV. Aber ich schätze nicht, dass er meine FIFA-Videos gucken wird, aber egal. Denn in letzter Zeit ist der Markt total am Zusammenbrechen und das meiste, was auf dem Markt angeboten wird, ist von FIFA persönlich. Also da kann man sich ja schon vorstellen, was da momentan los ist. Ich werde erstmal einfach mal aufs Tor schießen. Boah, das war ja weniger als nichts. Ich muss wieder warm spielen. Das ist heute das allererste Spiel, was ich spiele. Also ich komme mich nicht ganz warm spielen, aber soll auch keine Ausrede sein, falls wir verlieren sollten. Was ich aber nicht glaube. Also man hat ja schon gesehen, wie locker ich hier durchgekommen bin. Und wenn ich mich jetzt ein bisschen warm spiele, dann läuft das auf jeden Fall.
So, und De Bruyne kann jetzt sprinten. Okay. Das war jetzt komisch. Egal. Also FIFA auf dem... Oh, Junge! Das war, da war ja gar kein Kampf drin. Egal. Also FIFA auf dem Channel momentan hier auf PlayerUnknown wird ja eher wenig angeschaut. Aber ist mir auch egal. 20 Aufrufe ist wenig für... Ja, inzwischen schon 180 Abonnenten. Großes Dankeschön, wirklich. Aber es macht mir Spaß, deswegen mache ich es weiter. Ich meine, Spiele, die mir wirklich Spaß machen, let's play ich auch gerne. Also Clash of Clans macht mir auch Riesenspaß. Deswegen let's play ich das auch gerne. Aber sowas wie Five Nights at Freddy's, das verliert momentan wirklich am Spaßfaktor, da ich diese... Alter, was ist denn hier los? Das geht ja gar nicht. Alter, Alter, Alter. Zurück zu Five Nights at Freddy's. Ja, wenn ich diese fünfte Nacht einfach nicht schaffe, dann... Ja, mir vergeht die Lust am Spiel wirklich. Es ist lustig für euch anzuschauen, wenn ich mich aufrege, aber... Ja. Ich habe ja auch geplant, Five Nights at Freddy's 1 zu let's playen. Das habe ich noch nie gespielt, also... Könnt ihr euch auch darüber freuen. Alter, ey, ich bin wirklich nicht in guter FIFA-Laune. Gerade frisch vom Praktikum gekommen. Bam, Junge. Bam, bam, Junge, würde ich mal sagen. Das ist kein schönes Tor, aber wenn man so einen Pass durchlässt, dann ist das Gegentor schon verdient, meiner Meinung nach. Ich finde, der Gegner ist nicht stark. Also ich weiß nicht, wie er in die zweite Liga gekommen ist. Ja, wahrscheinlich, weil jetzt alle aufgehört haben, FIFA zu spielen, jetzt nach der Preisspanne. Aber man kann ja immer noch Coins kaufen, indem man Verträge oder so auf den Markt stellt. Denn Verträge haben keine Preisspanne. Aber die meisten Verträge sind von Footgründern, also von FIFA-Mitgliedern. Schade, vielleicht. Ich hatte die Hoffnung, dass er ins eigene Tor läuft, aber leider war es nicht so. Okay, das war ganz schlecht von mir. Den hätte ich eigentlich locker verteidigen müssen. Okay, jetzt mit einem Rechtsverteidiger zu weit raus. Also, Fehler Nummer 1, den man machen kann. Der hier auf jeden Fall. Nein, der erste Fehler, den man machen kann, mit Innenverteidigern rauslaufen. Was ist das eigentlich hier für ein Mist? Ich frage mich auch, wie Soleno spielt. Ja, wahrscheinlich hat Zieler eine Fitness von unter 90. Wenn ich mir auch noch für mein Team holen wollte, für mein Barclay-Team, Wow. Okay, ich hatte gerade einen Aussetzer, ist Hazard, aber Hazard kostet so um die 100.000, ne? Alter, was ist das denn hier für ein Scheiß? Schön geklärt wenigstens. Ein Glück haben wir einen schwachen Gegner bekommen bei der FIFA-Leistung, die ich hier momentan habe. Wo ist denn hier mein linker Flügel? Also von Reus sehe ich ja... Ja, jetzt habe ich einmal was gesehen, wie er einen Ball abgefangen hat, aber... Direkt schon Ballverlust. Aber das lag nicht an ihm. Also wenn drei auf ihn losgehen, ist es auch schwer zu verteidigen. Also Hazard kostet, glaube ich, um die 100.000 momentan. Und das ist so einer... Ay caramba, was ist denn hier heute los? Ja, also ich komme gerade erst 20 Minuten vom Praktikum. Und direkt schon am Zocken hier. Naja, damit ich heute Abend nichts machen muss. Ich bin ja im Fitnessstudio mit Tim. Ja, ein Offensivfoul. Dieses bisschen drücken. Und da muss ich es heute Abend nicht machen, dann verpasse ich noch The Walking Dead und das wäre ganz schade. Bah, das war ein richtig beschissener Pass. Alter. Wir sind auf gar keinen Fall in Spiellaune momentan. Oh oh. Boah, das gibt's doch gar nicht. Ja, wenigstens hat er so lange gezögert. Boah. Ah, ich wollte gerade schon sagen, ich mit meinen schlechten Skillkünsten, wieso komme ich da durch? Also skillen kann ich gar nicht. Okay, das war ein langer Pass auf den Flügel. Auf Lavezzi. Ja. Also das bisschen drücken, das ist kein Foul, meiner Meinung nach. Im Übrigen, Leverkusen hat ja am Wochenende gegen Schalke gewonnen, also da war ich ganz stolz drauf. Wir hätten noch höher gewinnen können, jetzt ohne arrogant zu klingen. Aber wirklich. Da wäre mehr drin gewesen, aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Knapp übers Tor. Oh nein, der Pass wird nicht ankommen, oder? Jo, doch.
ganz knapp. Zweite Liga, die wollen wir unbedingt schaffen, beziehungsweise erstmal die Liga halten, ist mein Mindestziel. Also Aufstieg weiß ich nicht. Kann man jetzt schwer nach zwei Spielen sagen, aber das wäre schon hammer nice. So, erste Liga wäre ich dann zum allerersten Mal. Boah, verfahren hat sich den Ball aber fast erobert. Und beinahe noch Reus dahinterher. Da war ich gerade schon ein bisschen geschockt. Ja, Kagawa ist so ein richtig geiler zentraler Mittelfeldspieler, der sich die meisten Bälle erarbeitet. Langer Pass auf Lewandowski. Abseits, nein. Nein, oh. Da hätte De Bruyne einen schönen Abstauber-Tor machen können. Wenn er schneller gewesen wäre. Wenn er schneller gewesen wäre. Da, scheiße. Ich riskiere es manchmal mit einem Innenverteidiger rauszugrätschen, da man Zeit spart dann beim Lauf wegen. Verfahren bekommt den Ball. Aber jetzt der Antritt war relativ gut. Wir haben einen kleinen Vorsprung auf seinem Linksverteidiger. Jetzt rein flanken. Okay, das war nichts, die Flanke. Das war weniger als nichts. Schön gerätscht von Kagawa. Aber leider keine Lücke gefunden. Der Ball wurde wieder abgefangen. Und ich glaube, ein 1-0 zur Pause wäre doch... Ah, scheiße. Alter! Okay, das war weniger als nichts. Ah, das ist immer noch so wackelig, das Spiel. Wir hätten schon... Allein, ja, das war das erste Tor. Puh, ja, Schüsse. Er hat mehr Schüsse? Ja, aber dafür habe ich eine genauere Schussgenauigkeit. Ja, also vom Spiel bin ich wirklich auch sehr enttäuscht. Also, da hätte ich mehr rausholen müssen. Da hätte ich viel mehr rausholen müssen. Ah, scheiße. Boah, ich hasse... Ja, Leno hat ihn sicher. Und das war wieder super abgeworfen, wirklich. Wenn irgendwann Inform von Leno rauskommen sollte, dann sollen die den Abwurf von ihm verbessern, denn der ist grottig. So, jetzt können wir einen Konter machen, nein. Ja. Ah, irgendwie sind die heute so langsam, oder mir kommt es einfach nur so vor. Okay. Hätten wir jetzt so einen Lahm, dann wäre die Ecke perfekt reingekommen und die ist auch gut reingekommen. Ein bisschen höher und der wäre drin gewesen. Mandanda, was ist das für ein Torhüter? Kenne ich gar nicht. War in Form, oder? Ich glaube schon. Holt sich den Verfahren? Nein, leider nicht. Da hat sein Gegenspieler gute Arbeit geleistet. Ah, Gündogan, schöne Arbeit. Jetzt müssen wir aufpassen. Alter. Hätte er den Ball gekommen, ich wäre ausgerastet. Ich wäre sowas von ausgerastet. Hier müssten wir lockere 3 Punkte rausholen, weil das bei weitem kein Übergegner ist. Und wenn man solche Gegner in der zweiten Liga erwischt, sollte man die Chance nutzen, um wichtige Punkte zu sammeln. Okay. Leno schön gehalten. Ah, scheiße. Ja, wenn ich sowas sehe, das ist für mich kein Foul. Das ist ein bisschen drücken, aber kein Foul. Ja, Rodriguez, schöne Arbeit und jetzt im Fehlpass, oder? Nein, doch nicht. Ein bisschen hier sweaten. Alter, wenn man so eine Chance nicht reinmacht. Aber der Ball kam viel zu unplatziert. Ah, Mann, schade. Das wäre das 2-0 gewesen. Ah, das gibt's doch gar nicht. Jetzt, ey. 3 Chancen im Elfmeter. Ui. Elfer kriege ich immer schwer rein. Ja! 2-0. Sehr gute Ausgangsposition für das Spiel. Das wären wichtige 3 Punkte. Dann hätten wir schon mal 6 Punkte und schon mal die Hälfte für den Klassenerhalt. Also ich habe... Okay, er macht jetzt Pause und Ragequit glaube ich nicht. Boah, bitte kein Ragequit. Mir macht das FIFA-Spiel gerade so viel Spaß. Also nach einem Tor ist das FIFA-Spiel immer geil. Wenn man dann noch 2-0 führt. Ich weiß, 2-0 ist nicht die Welt, aber eine sehr gute Ausgangsposition. Ach ja, wahrscheinlich will er jetzt wechseln. Also ich wechsle ungern in FIFA-Spielen, es sei denn, ich bin total im Rage-Modus über die Spieler und dann geht nichts mehr. Geht überhaupt nichts mehr. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau. Nicht selbstverständlich. Ja, komm, das war kein Foul. Alter, der war gar nicht so schlecht, der Schuss.
Der war gar nicht so schlecht. Und trotzdem fast ein Tor. Okay. Da konnte er den Ball nicht abfangen, aber der Versuch war da. Ja, weißt du, sowas wird nicht abgepfiffen. Oh, Einwurf für den werten Herrn, ja. Ach ja, die Schiedsrichter hier in FIFA sind auch parteiisch und beschissen. Oh oh. Ah, nein! Hock damit, oh Mann! Ich seh's kommen. Weißt du, ich fange mir gleich noch ein 2-2 und dann verliere ich noch. Ach Mann, dann hat man eine Ausgangsposition von 2-0 und verspielt die wieder. Ja, verspielt haben wir sie noch nicht, aber wir müssen besser hinten stehen. Also wir hatten jetzt einen Fehlpass und jetzt eiskalt ausgenutzt. Das ist ein sehr schönes Passspiel, was wir hier jetzt sehen. Ich soll jetzt ein bisschen über die Flügel gestalten. Flanken wir rein, flanken wir rein, flanken wir rein. Ja, wir versuchen es einfach mal. Ach, das war weniger als nichts, diese Flanke. Oh, 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 oh. Das wird noch eine gelbe geben im Nachhinein. Das war ein taktisches Foul. Wobei, ist Geschmackssache, ne? Es kommt auf den Schiedsrichter an. Man kann es als taktisches Foul ansehen, muss man aber nicht. Oh, Doppelpass. Kommt er an? Nein, der kommt nicht an, leider. Schade, noch fast mit Lewandowski abgefangen. Meine Nase juckt. Oh nein, jetzt... Oh, ich hasse es, wenn ich während der Aufnahme das Popschutz verstelle. Dann habe ich immer Angst, dass das normale Mikrofon jetzt ohne Popschutz aufnimmt und dann... Ja. Auch wenn es ohne Popschutz geil ist. Ich habe ja früher immer ohne Popschutz aufgenommen und da ging es ja auch. Aber mit Popschutz ist halt besser. Okay, das war ein sehr schöner Pass auf Reus. Oh, ein sehr schöner Pass, Reus, wirklich. Willst du dafür noch extra Gehalt oder so haben für den geilen Pass auf den Torhüter? Boah, ey, wenn wir jetzt noch zwei... Ah, Boateng, schön, richtiges Tier. Und das war noch ein schönerer Pass. Das war noch ein schönerer Pass, jetzt zurück. Und jetzt komm... Oh, es gibt's doch gar nicht, wieso... 3-1. Geil. Richtig geil. Huh. Wurde auch Zeit, dass wir jetzt endlich ein Tor schießen. 3-1, das ist doch wieder eine sehr gute Ausgangsposition für den Schluss. Ja. Ja, das pfeift er natürlich nicht ab, sondern nur Vorteil. Alter, De Bruyne, richtiges Tier. Und. Ui, abgefälscht vom Verteidiger. Da habe ich zu lange gezögert mit dem Schuss. Ach, leider nicht. Ah, Hummels hat doch noch eine gelbe im Nachhinein bekommen. Habe ich gerade gesehen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Das ist eine Überzahlsituation. Oh oh. Nein, Boateng, Mann. Eigentor. Alter. 83. Minute. Fuck. Wenn wir die drei Punkte hier verspielen, ich raste aus. Ja, nee. Der Gegner kann mich mal. Wenn du das sehen solltest, vielleicht ist ja die Chance so hoch, dass du meinen YouTube-Channel kennen solltest. Oh. Das war knapp, das war scheiße knapp. Reus kann sich hier durchsetzen. Nein. Oh, verdammt. Boah, ich will auf Zeit spielen. Also ich bin nicht der Freund davon, auf Zeit zu spielen, aber hier muss es sein. Das wären wichtige drei Punkte, die wir hier verspielen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, boah, Tenga hat gerettet. War der Ball abgefälscht? Nein. Oh, oh, 89. Ich muss jetzt schon auf defensiv stellen. Ich habe einfach mal auch sehr defensiv gestellt, da ich... Ich will diesen Sieg jetzt wirklich nicht verspielen. Das wäre so bitter. Aus. Ah, fuck. Oh, ich bin immer so nervös, wenn man in den letzten Minuten... Oh, Leno, du Tier. Leno, du Tier. Leno, du bist ein Tier.
Nur dein Abwurf ist scheiße. Gott sei Dank. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Folge nennen soll. Drittes Spiel, zweites Mal Glück oder sowas. Keine Ahnung. Muss ich mir noch überlegen. Oh oh. Fuck. Ich hasse FIFA, ich hasse dieses Spiel. Ey, das ist scheiße. Das ist scheiße. Oh nee. Ey, das ist wieder so unverdient. Alter, ich kann ausrasten. Ich hab's am Anfang gesagt. Ich hab's am Anfang gesagt. Nee. Hab ich keinen Bock drauf, wirklich. Boah, nee. Nee. Es war spannend. Nee. Es war hochklassig. Ich denke, Sie haben nee. So viel Spaß bei diesem Spiel gehabt. Nein. Mani Volkmann sagt nein. Bis die Tage. Nee, das realisiere ich gerade nicht. Nee. Sehe ich nicht ein. Ich bin Wiederholungsspiel. Wenn ich so eine Scheiße schon sehe. Ah. Es tut mir wirklich gerade leid, aber ich muss das gerade irgendwie verarbeiten, was gerade passiert ist. Egal, ich würde dann sagen, das war's dann für die heutige FIFA-Folge. Wenn euch das Video trotz der späten Niederlage gefallen... Der Niederlage, ja, für mich ist es wie eine Niederlage. Gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.